Wir haben hier ja schon öfter mal über das sogenannte Fermi-Paradoxon berichtet. Diesem Widerspruch zufolge ist es äußerst seltsam, dass die Menschen noch keine Außerirdischen entdeckt haben. Dabei hätten intelligente Zivilisationen im Weltall doch genügend Zeit gehabt, weite Teile des Universums zu kolonisieren. Ein Forschungsteam hat jetzt herausgefunden, wir wissen einfach viel zu wenig. Warum haben wir also noch keine Aliens gefunden? Jetzt hier bei Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Der Physiker Enrico Fermi hatte 1950 das Thema auf den Tisch gebracht, und zwar auf einem Weg zum Mittagessen, als er im Gespräch mit einigen seiner Kollegen über UFO-Sichtungen und die Existenz von Außerirdischen überhaupt war. Am Ende, so heißt es, soll er dann gesagt haben, Where is everybody? Dass wir trotz intensiver Suche keinerlei Spuren von außerirdischem Leben finden, sei einfach nur paradox, fand er. Seitdem wundern sich Forschungsteams weltweit, warum wir einfach keine Spuren von Außerirdischen finden. Denn falls sie existieren, müssten wir dann nicht über Hinweise zu ihnen nur so stolpern? Dem ist aber nicht so. Folgt daraus also die Schlussfolgerung, dass es keine intelligenten Außerirdischen gibt? Dass sie zum Beispiel wie zahlreiche Zivilisationen hier vor uns auf der Erde und vielleicht auch wir einfach untergegangen sind? Sich zum Beispiel mit einem selbstverursachten Klimawandel vernichtet haben? Dass unsere ganze Suche nach ihnen von vornherein erfolglos ist und war? Dazu gibt es eine Menge Erklärungsversuche. Außerirdische Zivilisationen würden an großen Herausforderungen scheitern, das Weltall zu kolonisieren. Oder aber, außerirdische Lebewesen hätten zu viel Angst, sich uns zu offenbaren. Wer sagt dann aber, dass sie unbedingt neue Galaxien kolonisieren wollen? Vielleicht waren sie ja auch schon längst bei uns und die Beweise dafür sind zusammen mit den Dinosauriern von der Erde verschwunden. Und woher sollen die Außerirdischen überhaupt die Ressourcen haben, um unzählige andere Sterne zu bereisen? Ein Forschungsteam aus Oxford hat sich diese Fragen jetzt gestellt und sich eingehend mit dem Fermi-Paradoxon beschäftigt. In ihrer Arbeit argumentieren sie, dass alle unsere Annahmen zur Existenz von Außerirdischen extrem unsicher sind. Und wenn man diesen Wissensmangel berücksichtigt, dann sei unsere erfolglose Suche nach ihnen gar nicht mehr so paradox wie von Fermi beschrieben. Nicht so unwahrscheinlich sei demnach auch, dass die Menschen tatsächlich die einzige intelligente Zivilisation im Universum seien. Ihre Annahmen stützt das Oxford-Forschungsteam auf der sogenannten Drake-Gleichung. Dabei dient diese kurioserweise in vielen anderen Argumentationen als Beleg dafür, dass es viele andere Zivilisationen in unserem Universum geben muss. Aufgestellt wurde sie tatsächlich, um zu berechnen, wie viele intelligente Zivilisationen im Universum existieren könnten. Konkret enthält die Drake-Gleichung viele verschiedene Faktoren in diesem Kontext, beispielsweise die Anzahl der Planeten in der habitablen Zone und die Chance, dass dort Leben entsteht, sowie auch die Wahrscheinlichkeit, wie intelligent es dann sein könnte. Doch, ihr könnt es euch denken, die meisten der dort gefragten Faktoren basieren lediglich auf groben Schätzungen, da konkrete Zahlen fehlen. Und so werden Schätzwerte eingesetzt, sodass die Drake-Gleichung sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse liefert. Wie kommen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler also auf ihr Ergebnis? Das Forschungsteam nimmt keine Schätzwerte in ihrer Studie, sondern Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die auf Zahlen basieren, die in wissenschaftlicher Literatur verwendet werden. Und das Ergebnis ist eindeutig. Demnach sind wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 53 bis, Achtung, 99,6% in unserer Milchstraße allein. Und im sichtbaren Universum liegt die Wahrscheinlichkeit dafür bei 39 bis 85%. Doch die Studienautorinnen und Autoren machen Einschränkungen. Beispielsweise würde die Entdeckung von Leben auf einem anderen Planeten die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich auch anderweitig noch Leben entwickeln kann. Also zum Beispiel auf Enceladus. Dazu einer der beteiligten Forscher, Anders Sandberg, in einem Interview mit futurezone.at. Aber selbst dann gibt es durch die Unsicherheit für die Entstehung von komplexem Leben und Intelligenz immer noch eine gute Chance, dass wir die einzige Zivilisation in einem belebten Universum sind. Wenn das Leben, das wir anderswo finden, genau wie das Leben auf der Erde ist und nur durch Meteoriten zwischen den Himmelskörpern transportiert wurde, sagt uns das gar nichts. Der Forscher ist zudem der Überzeugung, dass eine Kontaktaufnahme zu außerirdischer Intelligenz auf gar keinen Fall unmöglich ist. Dafür müsste man seiner Meinung nach zielgerichtet nach Signalen suchen, die außerirdisches Leben unabsichtlich verschickt, durch industrielle Aktivitäten beispielsweise oder durch das Errichten großer Bauwerke. Das Forschungsteam aus Oxford nimmt allerdings an, dass das Prinzip von der Entstehung von Leben alles andere als einfach ist. Falls dies irgendwann einmal widerlegt werden könnte, müsste man von limitierenden Faktoren ausgehen, die unsere Kommunikation mit außerirdischem Leben so schwer
bzw. unmöglich machen. Beispielsweise, weil die anderen Zivilisationen in Wasser gefangen sind und so praktisch stumm bleiben. Das Fazit der aktuellen Studie: Der Wissensstand der Menschheit ist so klein, dass es gar nicht überraschend ist, dass wir kein außerirdisches Leben sehen. Doch, versteht mich nicht falsch, das Forschungsteam aus Oxford meint damit auf gar keinen Fall, dass wir zu 100% allein im Universum sind. Dazu noch einmal Sandberg. Wir wissen schlichtweg nicht genug, um so etwas zu behaupten. Leben und Intelligenz könnten überaus selten sein. Das Einzige, was wir sicher sagen können, dass beides möglich ist. Die Unsicherheit zeigt uns, dass selbst wenn Leben und Intelligenz häufig sind, Zivilisationen trotzdem so selten sein können, dass der leere Himmel nicht überraschend ist. Der Forscher selbst ist übrigens der persönlichen Überzeugung, dass es andere intelligente Lebensformen im All gibt. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, auch extra Videos und Livestreams nicht, dann werdet Mitglied hier auf dem Kanal und nehmt auch noch ein paar Privilegien mit. Außerdem unterstützt ihr uns mit einem kleinen Beitrag. Einfach auf Mitglied werden hier unter diesem Video klicken und danke an alle, die schon dabei sind. Das macht uns etwas unabhängiger von den schwankenden Werbeeinnahmen hier auf YouTube. Wenn ihr immer garantiert über aktuelle Videos informiert werden wollt, dann addet mich bei WhatsApp, dann umgeht ihr die etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video, einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klick zum Social Media abonnieren, dafür hier klicken, aber natürlich nicht, Achtung, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, außerirdische Revolution bei der Suche. Bis dann, bleibt dran.